Die Leinster haben nicht mehr eine, hast du nicht können. Ja, das ist nass. Wir wollen mal gucken, dass der dich da gepackt hat vorher. Nein. Nein, ich hab vor zwei Tagen hab ich einen Zecken drin gehabt, eine Kniekehle. Aua. Ja, ganz eine Jungfer, eine kleine. Mhm. Aber das ist entzündet jetzt ein wenig. So rot um mich. Mhm. Ja, ich bin sowieso empfindlich, wenn mir irgendwie so ein Staunsel sticht oder was. Also so. Naja, das mit der Boreolose, das ist schon. Das ist blöd, aber das glaube ich tritt nicht sofort auf. Also nein, der Ring ist dann schon. Ja, da bildet sich dann so ein Ding oder ja, aber ich bei mir. Die Ringe, die bilden sich dann erst später halt. Ja, ja. Aber fatal, weil sie nicht unbedingt da sind, dann wo es gestochen worden ist. Ja, die können ja ganz klar anders damit. Ja, das kann ja teilweise Jahre später ausbrechen, gell? Ja, 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 ja. Oder auch ohne, dass der. Ja, ja. Habe ich auch schon gehört, dass das ohne einfach also. Ja. Lumpenzeug da. Leider so. Auch gehört. Komplett ausgeheilt oder hat sie noch? Nee. Ja, und in der Gegend sind schon einige Leute gestorben, gell? Ja. Und zeigen bis, ja, da unten ist einer, die hat die Krankheit immer noch. Mhm. Weil da unten ist ein älterer Mo, der hat er schon in seinem Leben, glaube ich, 20, 30 Zecken gehabt und so. Wird langweilig, ja? Hey. Ja, weil ich kenne auch einige mit Borreliose, die immer wieder Probleme kriegen dann. Ja, Gelenke und so und die genau, und immer Müdigkeit, erschöpft und matt und so. Die ganzen Gelenks. Ja, ja. Timmy, warte mal kurz. Ne, und das sind brav Kinder. An Antibiotikum, was da sonst. Ja, ja, und was ja, da. Ja, genau. Die ruinieren die eigentlich dann endgültig. Oh. Ja, das ist schön. Also, packen wir es genau weiter. So. Wir gingen ja dann auf unser Wiese runter. So. Jo. So, jetzt nehmen wir mal eine mitnehmen. Jetzt. Ja, wir gehen noch die Richtung der Alwei unten die Wiese dann ist, wo wir hingehen immer zum Spülen. Gell Mausel? Ne, die kriegt ja auch wahrscheinlich einen Bollerwagen, da kommt es rein, wenn es den Weg nicht schafft und so. Ja. Da kommt weiter Weg, doch, da braucht man was Horsheit, dann schafft es nicht. Also. Timmy, das steht dir auch auf der Qualle, gell? So genau könnte man sich das auch schon vorstellen, gell? Halt einmal, da haben wir doch einen. Du brauchst du in Asien, diese Rikschas da. Die Rikschas da. Ja, ja, ja. Da spannst du eine und der sitzt hinten drin. Lässt den Fahrtwind um die Nase pfeifen. Ja, gell, Timmy, da wärst du gleich dabei.